Wunderschönen guten Abend zusammen, liebe Freunde der YouTube-Kunst. Mein Name ist Dennis, ihr schaut der Pfleka Fotografie und ich bin heute Abend nach Lindau gefahren. Hinter mir seht ihr schon den Hafen, die Hafeneinfahrt mit dem südlichsten Leuchtturm von Deutschland. Was mir heute Abend alles passiert ist, erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Willkommen zurück nach dem Intro. Wie gesagt, mein Name ist Dennis. Heute Abend gibt es mal wieder gepflegte Bodenseefotografie aus Lindau am Hafen. Ich war eigentlich schon um 16 Uhr hier, 16.30 Uhr hier, habe dort auch schon die ein oder andere Sonnenuntergangsstimmung hinten am Römerbad aufnehmen können. Die Bilder blende ich am Ende des Videos ein, was uns da erwartet hat, aber mir ist heute so viel Scheißdreck passiert. Sorry, darf man nicht sagen, ich weiß, aber mir ist heute echt so viel Mist passiert. Erst ist mir mein Verlauffilter und mein ND64-Filter ins Wasser gefallen. Dann bin ich zum Obi gefahren, habe mir ein Magnet gebaut. Ja, dann haben wir versucht, den Verlauffilter und den Polfilter wieder raus, ND64-Filter wieder rauszuziehen. Als ich dann den Verlauffilter endlich hatte, habe ich feststellen müssen, okay, der ist beim Aufkommen auf die vor mir liegende Platte, ist der kaputt gegangen. Und den ND64 konnte ich dann zum Glück mit dem Magnet retten. Aber zwischenzeitlich ist die Leine, wo der Magnet mal dran war, ist reingefallen und so weiter. Also ich sage euch, heute Abend ist eigentlich ein Abend, um das Video abzubrechen und zu sagen, nein. Aber gerade deswegen sollte man weitermachen und sollte sich nicht abschrecken lassen. Und vor allen Dingen heute Abend haben wir hier eben die Hafeneinfahrt im Winter ganz für uns alleine. Im Sommer sind hier so viele Boote. Laufend fährt ein Schiff rein, laufend fährt ein Schiff weg. Klar, am Abend natürlich auch nicht mehr so oft. Aber du hast im Sommer einfach auch durch die viele Schiffsbewegung auf dem Bodensee ständig Wellen, die in den Hafen reinfahren und ständig Bewegung auf dem Wasser. Du hast im Winter hier einfach deine Ruhe und begleitet wird das Ganze sogar noch von Bregenz. Heute Abend, dort ist Nachtumzug von der Fasnet, Fasching, Karneval. Auch, wir haben hier auch noch musikalische Untermalung und von dem her ist das gar nicht so schlimm. Also, was wollen wir heute Abend machen? Wir wollen zum einen hier die Hafeneinfahrt von vorne fotografieren, hier so auf die Hafeneinfahrt drauf. Am besten eine tolle Spiegelung hinkriegen. Und nachher gucken wir auch noch mal, ob wir den Mangturm noch mal mit drauf kriegen und vielleicht auch noch eine andere Perspektive auf den Löwen und auf den Leuchtturm kriegen. Aber dazu später mehr. Damit ihr mal seht, hier auf dem Bildschirm, ich habe meine Ausrichtung so gemacht, dass die beiden Türme, also der Leuchtturm und der Löwe, genau in der Mitte sind. Dann fotografiere ich auf einer Blende 13 mit einer 13-sekündigen Belichtungszeit und mit einer Brennweite von 30 mm. Der Weißabgleich ist wie immer auf 3000 eingestellt bei der Nachtfotografie. Um das Bild nach dem Auslösen, nachdem es fertig ist, besser beurteilen zu können, habe ich den Weißabgleich auf 3000 und natürlich den Filtermodus auf neutral. Weil neutral ist eigentlich bei der Kamera immer ganz gut oder sollte eigentlich auch so gewählt werden, neutral, weil ihr dann einfach die natürlicheren Farben habt, wie wenn ihr jetzt, ich zeige es euch mal kurz, wie wenn ihr beim Bildstil hier auf, wie wenn ihr hier beim Bildstil auf FD geht oder Landschaft oder sonst was, PA automatisch, Porträtstandard, Feindetail, könnt ihr einfach auf neutral, habt ihr die schöneren Farben. So, ISO ist auf 100. Und dann machen wir doch mal das erste Bild. So, das erste Bild ist im Kasten. Oh ja, das sieht gut aus. Schöne, perfekte, perfekte Spiegelung ist es nicht ganz. Aber weil wir immer noch leicht Bewegung im See haben,
Aber die 13 Sekunden sind auf jeden Fall schon mal super ausreichend und man sieht es genial. Und wenn wir das nachher noch in Lightroom bearbeiten, dann kommt es richtig gut und dann können wir nämlich auch noch den leichten Nebel hinten dran ein bisschen rausholen und wir sehen auch noch ganz leicht hinten so das Bregenzer Tal dort hinten drinne und können dort dann noch ein bisschen mit den Tiefen spielen. Ja, das zum ersten Bild, aber das kommt jetzt für euch. So, also der erste Spot, die Hafeneinfahrt, ist definitiv schon mal im Kasten. Ich gucke jetzt mal weiter und zwar in die Richtung. Den Mangturm würde ich gerne noch mitnehmen und den kann ich am besten von da drüben fotografieren. Da bin ich vorhin schon hergekommen und habe schon die Spiegelung auf dem Wasser gesehen und da gehen wir jetzt hin. Bis gleich. Ja, so, ich habe noch auf dem Weg zum Mangturm hier, man sieht's, eine andere Perspektive gefunden, wo ich die Leuchttürme noch schnell oder den Leuchtturm und den Löwen fotografieren kann. Habe ich auch noch gefunden, das bietet sich quasi an, ein Hochformat zu machen. Und das Hochformat zeige ich euch jetzt mal wieder. Ich nehme euch mal wieder kurz mit auf den Bildschirm. Auf dem Bildschirm angekommen, seht ihr, ich bin immer noch bei einer Blende von 13, bin mittlerweile aber bei 15 Sekunden ISO 100 und habe jetzt 35 mm und habe in der Vollformat, in was ihr ja auch auf einer Vollformat alle könnt, habe ich den Crop-Faktor dazu geschalten und bin dann jetzt bei 35 x 1,6. Das heißt also bei 56 mm. Und wir werden jetzt dieses Bild hier machen, um zu gucken, wie das wird. Aber es sieht schon auf dem Bildschirm echt cool aus. Und ab dafür. So, dann gucken wir mal. Oh ja, oh ja, das sieht doch ganz geil aus. Das kommt doch ganz gut. Oh ja, das hat was. Finde ich sehr, sehr geil. Und das bearbeitete Bild in Lightroom folgt natürlich jetzt. Auf zum Mangturm. So, also hier drüben am Mangturm angekommen. Ihr seht es hier hinten hinter mir, da ist der Mangturm. Und ja, den nehme ich jetzt hier schön von der Seite mit. Einstellungen sind immer noch dieselben, wie vorhin am Anfang des Videos schon gesagt, beziehungsweise jetzt bei der zweiten Perspektive auf die Hafeneinfahrt von Lindau. Endlich habe ich es mal klar gesagt. Die zweite Perspektive auf die Hafeneinfahrt sind die Einstellungen immer noch dieselben. Aber man hat jetzt hier eben noch mal den schönen Blick auf den Mangturm und die dahinterliegende Skyline, also Cityline von Lindau. Und ja, die nehme ich jetzt noch mit. Und dann gibt es zum Abschluss nachher noch ein paar kleine Tipps, auf was ihr beim Nachtfotografieren einfach ein bisschen achten solltet. Und genau, aber ich nehme euch vorher noch mal mit aufs Display. So, auf dem Display angekommen, ihr seht hier den Mangturm und die Spiegelung unten im Wasser. Ja, ich habe immer noch 56 mm, Blende 13, 20 Sekunden sogar jetzt mittlerweile. Fokussiere manuell natürlich auf den Turm. Man kann auch ein bisschen in den Vordergrund fokussieren. Das macht gar nichts, aber bei einer Blende 13 sollte alles durchgängig scharf sein schon. So, wir machen ein Bild mit den 56 mm und schauen, was draus wird. 20 Sekunden können lang sein, wenn es kalt ist. So, jawohl.
Das Bild sieht doch schon mal sehr gut aus. Ihr kriegt es jetzt in bearbeiteter Form einmal präsentiert. So, jetzt möchte ich natürlich auch noch hier ein bisschen mehr vom Hafen drauf haben. Dazu Infotaste drücken, dass man einfach mal alles weg hat, damit man mal das ein oder andere besser beurteilen kann. Dann kann man auch mal ein bisschen hinzoomen, kann sich mal hier unten im unteren Bereich bewegen. Haben wir da irgendwelche Störfaktoren im Bild? Ja, da unten haben wir zum Beispiel diesen Ast im Bild. Den wollen wir ja nicht dabei haben. So, Infotaste wieder gedrückt, das heißt ein bisschen nachstellen. Und dann haben wir den Ast dort unten weg und den Rest, falls er nicht weg ist, beschneiden wir nachher. So haben wir die Skyline hinten im Hintergrund noch mal ein bisschen schöner drauf. Und das Bild kriegt ihr jetzt. Und das Video von Lindau nimmt auch jetzt schon wieder sein Ende. Ich mache mich jetzt langsam auf den Heimweg. Wir haben es 8:30. Es wird langsam echt, echt kalt. Ja, ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, die Bilder vom Römerbad, die ich zum Sonnenuntergang gemacht habe, blende ich jetzt noch ein im Anschluss. Kleine Tipps noch für die Nachtfotografie. Wie gesagt, mit der Kelvinzahl stellt da irgendwo was zwischen 3000 und 3900 ein. So könnt ihr einfach abends, nachts das Bild besser beurteilen, weil ihr nicht so grelle Farben drauf habt. Wie wenn ihr jetzt mit 5000 rum fotografiert, dann habt ihr hier hinten, seht ihr ja das Gelb, habt ihr dann krass übertönt und das verfälscht ganz, ganz oft auf dem Display die Farbe. Und dann kann man es schlecht beurteilen. Weiterhin solltet ihr ein Objektiv nutzen, das eine ordentliche Brennweite hat, also irgendein Telezoom oder Landschaftszoom. Könnt ihr auch dafür nutzen, so zwischen 14 und 35 zum Beispiel, was ich heute Abend drauf hatte beim Fotografieren von Canon, oder ein 16-35, je nachdem. Oder ihr könnt auch mit einer Festbrennweite 20, 24 mm fotografieren oder sogar 16 mm. Das bietet sich bei der Landschaftsfotografie oder Nachtfotografie immer an. Wenn ihr dann auch noch ein bisschen Sterne drauf haben wollt oder so, dann solltet ihr ein lichtstarkes Objektiv nutzen. Da sollte dann irgendwas mit 2,8 so die Rolle spielen. Aber hier ging es ja heute Abend nicht um die Sterne, sondern hier ging es heute Abend darum, ein tolles Landschaftsbild bzw. den Hafen mit toller Spiegelung zu fotografieren. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Die Bilder sind wirklich klasse geworden. Wenn dir das Video gefallen haben sollte von meinem Trip nach Lindau, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Und vielleicht kannst du auch einen Kommentar da lassen, welches der heutigen Bilder dir am besten gefallen hat. Waren es die Bilder von der Hafeneinfahrt, vom Mangturm oder waren es die Bilder eventuell sogar vom Römerbad? Schreib es einfach drunter und lass es mich wissen, was dir gefallen hat. Und vielleicht habt ihr auch mal eine Idee, was ihr am Bodensee gerne mal fotografiert haben wollt. Dann schreibt mir auch gerne das mal in die Kommentare. Ich werde dann versuchen, auch das mal möglich zu machen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video in diesem Falle wieder. Ich verabschiede mich mit einen besten Grüßen aus Lindau und hoffe, ihr bleibt gesund und seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns, so Gott will, nächste Woche wieder. Macht's gut, schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis vom Bodensee. Ciao.